Moin Leute, seid herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch ganz gerne mal zeigen, wie ihr die Platin-Trophäe in dem Spiel Slide bekommt. Und zwar ist es, wie ich finde, die einfachste Platin-Trophäe, die es im ganzen PlayStation-Universum gibt. Aber nochmal ganz kurz zum Spiel. Slide ist ein Puzzlespiel, das ihr für 1,19 € im Store finden werdet. Aber kommen wir auch mal direkt dazu, wie ihr die Platin-Trophäe bekommt. Das erste, worauf ihr achten müsst, ist, dass es zwei verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt. Dort wählt ihr den mittleren Medium aus. Wenn ihr das getan habt, ist es völlig egal, welches Bild ihr auswählt. Wichtig ist nur, dass, wenn das Bild gemischt wurde, dass oben rechts eine Lücke ist. Wenn oben rechts keine Lücke ist, dann geht einfach nochmal zurück ins Hauptmenü und startet nochmal neu, so lange bis diese Lücke dort oben rechts zu sehen ist. Das wird nicht so lange dauern, bei mir hat das ungefähr so 3-4 Versuche gedauert und schon hatte ich das so. Und jetzt, wenn ihr das geschafft habt mit der Lücke oben rechts, dann ist es wichtig, eine ganz bestimmte Kombination einzugeben. Es ist halt nur sowas wie rechts, rechts, oben, rechts, links und so weiter. Diese Kombination habe ich euch mal in die Videobeschreibung gepackt, da es etwas blöd ist, sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt einfach sagen würde, rechts, rechts, oben, rechts, oben, links, oben, bla 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 und so weiter, würde die Hälfte wahrscheinlich sowieso nicht mitkommen, deswegen habe ich euch das nochmal in die Videobeschreibung gepackt. Ich mache euch das jetzt hier eben nochmal im Let's Play vor. Und schon haben wir es geschafft. Jetzt müssten bei euch die Trophäen aufploppen. Das sind 2 Silbertrophäen, 11 Goldtrophäen und natürlich die Platin-Trophäe. Ich hoffe, ich konnte euch zu eurer Platin-Trophäe weiterverhelfen. Lasst gerne eine Bewertung da und dann hören wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, die ho!